Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man bei Omnigul den Safe-Spot benutzt, wo der Safe-Spot überhaupt ist und ein paar Tipps und Tricks, um die Hexe schneller zu töten. Nun, man sieht schon, der Safe-Spot ist relativ klar. Hier oben haben wir ein Räumchen, wo ich hochgerannt bin und in dem Raum sind wir sicher. Komplett sicher mit einer klitzekleinen Ausnahme, da komme ich später dann dazu. Wenn man da zu zweit oder zu dritt drin ist, ein Spieler stirbt, gar kein Problem. Einer kann immer safe stehen, ganz weit hinten, eben wenn man da auf das Gerümpel hochspringt und kann die anderen dann wiederbeleben, wenn sie wiederbelebbar sind, logischerweise. Tja, der kann dann so lange auf Omnigul ballern, bis er wieder tot ist oder auf die Feinde ballern, bis er tot ist und das Spiel kann man eigentlich unendlich lange treiben, bis die Hexe tot ist. Unterstützungstechnisch können wir natürlich mit einer Verteidigungsbubble, also mit dem Titan, mit dem Super, können wir hier noch ein Schutzschild aufbauen, haben dann die Möglichkeit mit Segen oder Waffen des Lichts ein bisschen zu spielen, auf Omnigul draufballern, wieder in den Schutz reinzugehen. Ja, so als kleine Info zusätzlich. Gut, das Ganze würde dann so aussehen, wenn ich jetzt unten stehe und mein Mitspieler steht oben links. Dankeschön an Rack Platin übrigens für das Ausprobieren und das ganze Testen mit den Selbstmords und so. Wenn ich sterbe, liege ich hier, muss man 30 Sekunden warten, das ist ein bisschen umständlich, dafür ist es aber wirklich safe. Kann man mich wiederbeleben, zack, und wir können auf die Hexe losgehen. Sie kann übrigens auch betäubt werden. Auf die Betäubung gehen wir dann ganz am Ende vom Video noch ein, denn da kommen ein bisschen Tipps und Tricks dazu. Nun, mit dem Safe Spot von hier haben wir das Problem, dass Omnigul mit 25% Schaden, also wenn sie 25% Lebenspunkte verliert, wir 25% Lebenspunkte Schaden gemacht haben, dann verschwindet sie und Feinde tauchen auf. Gut, das einzige Problem ist halt, dass der Boden hier unten ja mit einer Art Falle versehen wird und wir nicht mehr richtig springen können. Zusätzlich taucht ein Ritter auf, das ist eben die einzige Ausnahme, die hier ein bisschen gefährlich ist. Ja, das war es im Grunde dann schon. Dann, wenn wir die Feinde getötet haben, taucht Omnigul wieder auf. Wir können wieder Schaden auf sie machen, bis 50%, also bis sie halbes Leben hat. Und dann verschwindet sie wieder und es tauchen wieder Feinde auf. Das machen wir natürlich. Zack, Schaden, Omnigul verschwindet und die nächste Feindeswelle rennt an. Bei dieser Feindeswelle ist wichtig zu sagen, hier gibt es einen Oger. Beziehungsweise drei Oger. Die tauchen ein bisschen weiter hinten auf, man wird es jetzt dann gleich sehen. Der da, zack. Je nachdem, was aktiv ist in der Dämmerung, ist er dementsprechend stark oder schwach. Aber auch hier eben, der Safe-Spot ist sehr gut, man ist da immer gedeckt. Man kann mit dem Scharfschützengewehr oder dann auch mit einem Raketenwerfer den Oger ohne Probleme töten. Der zweite, der auftaucht, ebenfalls. Und der dritte, der im Gegenüberraum spawnt, also da hinten, den kann man da auch ohne Probleme mit dem Scharfschützengewehr töten. Wenn die Oger und die Feinde und ein Großteil der Feinde tot sind, dann taucht Omnigul wieder auf. Man hört es übrigens an ihrem Schrei, wenn sie so bekloppt rumschreit, dann kommt sie wieder und sie verschwindet, je nachdem, ob sie da war oder eben nicht. Und dann, ja, weiß man es halt, ob sie auftaucht oder nicht. Dann machen wir wieder Schaden, bis sie nur noch 25% Lebenspunkte hat. Da macht sie dann wieder diese Bodenfalle. Dieses Mal verschwindet sie aber nicht, sondern sie bleibt und holt Verbündete ran. Ein kleiner Tipp noch, bei dieser Bodenfalle gibt es einen Trick, trotzdem hochzukommen, auch wenn man nicht von Anfang an oben ist. Und zwar dieser Kristall, der hier ersichtlich ist, mit dem kann man hochspringen. Ich demonstriere das kurz, damit man sieht. Man muss einfach dagegen laufen und den Springknopf spammen und dann springt man eigentlich hoch und ist wieder in einer safen Position, wo man ja nicht von der Falle betroffen ist. Eigentlich relativ simpel. Ich zeige es nochmal kurz. Dagegen spammen und hoch. So einfach. Also so kann man diese Falle umgehen. Tja, mit dem Jäger haben wir dann die Möglichkeit, Omnigul zu betäuben. Da komme ich später noch drauf. Dann nach den, ja, wenn die Feinde tot sind, also bei den 25% Lebenspunkten, wenn die Feinde dann tot sind, kann man wieder auf Omnigul draufballern und kann die olle Hexe töten. Das ist es eigentlich mit dem Safe Spot. Jetzt zu ein paar Tipps und Tricks. Der Titan kann die Bubble machen und mit einem bestimmten Helm hat er die Möglichkeit, Omnigul dann zu betäuben. Ich zeige nachher gleich welchen Helm. Wir haben dann die Möglichkeit, mit dem Schwert Schaden zu machen, bis sie wieder verschwindet. Und da gibt es noch einen anderen kleinen Safe Spot, sage ich mal, und zwar unten drin. Hier haben wir so eine Kontrollschalttafel oder was es auch immer genau ist. Hier können wir reinspringen und geduckt dann
sind wir relativ sicher, außer gegen Explosionsschaden, aber sind doch recht gut geschützt. Also den Punkt könnte man ebenfalls noch nutzen, wenn man möchte. Der Helm für die Betäubung wäre dann übrigens Helm des 14. Heiligen. Man sieht es da, die Fähigkeit ist, Feinde, die in der Dämmerung sind, werden betäubt. Die Läuterer-Rover übrigens für den Warlock würde auch funktionieren mit Betäubung. Also wenn wir zu Omnigul springen, wir sterben, beleben uns wieder, dann wird sie auch betäubt bzw. so verwirrt und wir haben dann die Möglichkeit, mit einem Schwert Schaden zu machen. Zusätzlich klappt das mit dem Jägerbogen auch, da wird nämlich Omnigul auch betäubt und mit den Rauchgranaten von dem Jäger ebenfalls. Da komme ich dann auch gleich noch drauf. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, auf Omnigul eine Rauchgranate zu werfen, sie zu betäuben, mit dem Schwert dann Schaden zu machen. Ja. Der ganze Ablauf ist dann eigentlich immer ein bisschen das gleiche. Wir gehen offensiv rein, betäuben mit Wiederbeleben, betäuben mit Bubble, betäuben mit Bogen oder mit Rauchgranate und dann machen wir mit dem Schwert Schaden, bis sie verschwindet und ziehen uns dann eigentlich in den Safe Spot zurück, können von dem Safe Spot aus dann die Feinde töten und das können wir beliebig oft wiederholen, bis wir Omnigul dann getötet haben. Nur so als kleiner Tipp, falls das jemand so anwenden möchte. Beim Nachtpirscher müssen wir mit der Rauchgranate eigentlich nichts Besonderes skillen. Beim Super würde ich Schwarzes Loch skillen, damit der Bogen möglichst lange anhält und sie möglichst lange betäubt ist. Dann hätten wir natürlich noch den Dunkeltrinker, Tilga oder auch den Bogenwerfer. Für alle, die diese Schwerter nicht haben, ich habe mal einen Guide gemacht. In der Infokarte ist das Ganze eingeblendet. Da kann man die Schwerter dann farmen holen, wenn man das natürlich möchte. Je nachdem, was aktiv ist als Modifikator, also ob Leere, Arcus oder Solar aktiv ist, macht natürlich das ein oder das andere Schwert ein bisschen mehr Sinn. Wenn nichts aktiv ist, macht der Tilga meines Erachtens am meisten Sinn, denn er ist am effizientesten gegen fliegende Feinde oder schwebende Feinde. Gut, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch noch für weitere Videos von mir interessiert, ich habe noch einen Let's Play-Kanal. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier im Outro noch draufklicken und mal schauen, was es da zu Let's Plays gibt. Falls euch was gefällt, freue ich mich über ein Abo. Oder es gibt noch weitere Videos zu Destiny auf dem Hauptkanal und auch ein eingeblendetes Video. Gut, dann lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.